Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Destiny 2. Wir sind hier gerade in einer kleinen Nebenmission und zwar Sirenenlied. Nennt sich der Spaß. Und von dort kommen noch gleich wieder Gegner, wenn ich es richtig sehe. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier verkriecht sich auch noch einer. So, dann wollen wir mal gucken. Bringt nichts. Schade. Hätte ja sein, klappen können. So, dann wollen wir mal schauen, ne? Ab hier runter. Alter, guckt euch das Ding da hinten mal an. Fuck. Fuck. Okay. Ich snipe die jetzt aus der Entfernung weg. Ach komm. Komm schon. Freunde. Zack. Zack. Okay. Jetzt haben sie mich bemerkt. Jetzt kann ich auch so reingehen. Schön vorsichtig. Sloan, da ist ein riesiger Kristall hier. Er sinkt. Neutralisiere ihn. Neutralisieren ist gut gesagt, wenn hinter mir Leute kommen. Zack, zack, zack. Zack. Na komm. Alter. Schon wieder eine Hexe. Alter, du Schnauze. Und du auch. Da drüben. Alter. Meine Fresse. Machen wir mal. Erstmal so. So. Zack. Batz, Batz. Nein. Oh Gott sei Dank, habe ich noch auffangen können. Ernsthaft, da ist auch schon wieder so eine fucking Hexe. Komm, stirb. Wow, die scheiß Viecher schon wieder. Oh, ich hasse diese springenden Viecher, ne? Dieser Ritter singt wie der Kristall. Geben sie sich vielleicht gegenseitig Kraft? Keine Ahnung, zumindest ist er weg. Wir sind wieder stabil. Du hast es wirklich geschafft. Mein Magen dankt dir. Hier ist eine verrückte Idee. Wie wär's, wenn du mir das Steinchen zur Analyse schickst? Na? Ein großer Leuchtstein. Kommt sofort.
Snack. Na dann, Teleportsignal setzen. Flupp, weg ist er. Du bist eine Schönheit. Oh, die Tests, die ich mit dir machen werde. Wie viele Kolben du wohl antreiben kannst? Sparrow-Düsen, na klar. Aber was ist mit Warp-Drives oder gar... Bin mir sicher, Amanda kaut mir ein Ohr darüber ab, wofür sie das benutzen will. Was die Schar wohl damit angestellt hat. Und wir sind Level Up. Das heißt, wir könnten rein theoretisch in die nächste Mission rein. Aber ich glaube, ich werde gleich erstmal tatsächlich erstmal hier auf dem Dings ETZ bleiben. Zack, das ist ein Impulsgewehr. Das ist ein Impulsgewehr. Dann haben wir da Handfeuer. Zack. Bitteschön. Handfeuer, Fusion, Pistole, Maschinenpistole, Scharfschützengewehr. Klack. Und einmal. Zack. Scout. Okay. Scout ist ja auch in der Richtung Scharfschütze, ne? So, den zerlegen wir und den rüsten wir aus, weil der stärker ist. So. Ist klar. 116, 117, 118 nehmen wir natürlich. Zack. 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 Und den nehmen wir natürlich auch. Damit haben wir dann hier auch schon wieder ein paar Sachen. Wir werden zur ETZ fliegen. Und zwar werden wir jetzt nämlich einen neuen Fokus haben. Fokus, Arcus-Fokus wiederherstellen. Und das werden wir jetzt noch schnell machen. Weil da oben, das müsste doch da, begib dich her und verbinde dich wieder mit dem Licht, genau. Das hier wird es sein. Einfach um, dass wir die nächste Stufe haben. Von, also die nächste Fokusstufe sozusagen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja eine geile Fähigkeit. Ne, weil, ich sag mal ganz doof, dieses Schwert, dieses Schildschwingen ist zwar nett und toll, aber so richtig das Wahre, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Dann machen wir lieber jetzt schnell nochmal eine Runde das mal schauen. Einfach mal schauen, ob das alles so weit will. Ne? Das wirklich dementsprechend auch die neue Fähigkeit vielleicht was für uns wäre. So. Schon wieder der Wald. Unser letzter Besuch war zumindest unvergesslich. Mal sehen, was wir finden können. Betrieb den düster Wald. Leider habe ich keinen Moskito. Wäre ganz witzig, hier mal mit Moskito lang zu heizen. Okay, ich muss nach da. Zack. Ich bin mal gespannt. Der Düsterwald, europäische Todeszone. Hey! Oh, Ja.
tolle Atmosphäre hier. Hey, siehst du das? Da drüben, das Licht. Du bist ein Hüter der letzten Stadt. Die Hoffnung der Menschheit. In manchen Lehren steht, dass die Rolle der Titanen die Verteidigung der Stadt sei. Für Stürmer ist eine wuchtige Offensive die beste Verteidigung. Stürmer werfen ihren Körper ins Feuer des Feindes, um andere zu retten. Außerdem ist das der schnellste Weg zu einem Ziel. Denn wenn ein Stürmer den ganzen Körper als Geschoss einsetzt, ist niemand mehr wirklich sicher. Und im Nahkampf siegen Fäuste über Waffen. Oh ja. Oh ja. So, hier hinten haben wir auch noch was. Eichen. Als Titan führst du den Angriff an. Du stehst an der Spitze des Gefechts. Der Körper wurde aus winzigen Sachen erschaffen, aus beinahe nichts. Aus Atomen, die durch Blut aus prasselnden Funken schwimmen. Einfache, ewige Gesetze formen dieses Universum. Die größte Galaxie wird von Prinzipien von Masse und Bewegung regiert. Elektronen müssen sich Ladung und Zufällen beugen. Und deswegen fühlt sich das Universum unerschöpflich, ewig an. Durch das Licht können wir Angriff und Chance perfektionieren. Mit der Arcus-Energie in ihren Fäusten werden die Stürmer zum Donnergrollen und Blitzschlag. Okay. Da vorne haben wir auch nochmal ein Licht. Einige der größten Titanen wurden Legenden des Angriffs. Lord Shax, der 14. Heilige, Wei Ning. Als mein Geist mich fand und ich als Titan wiedergeboren wurde, war ich in der Wüste. Ich starb weit ab der Zivilisation. Weit ab von allem, was mich hätte schützen können. Ich hatte die dünne Rüstung, die sie mir gemacht hatte, und 1000 Meilen musste ich an den Ort laufen, den sie meine neue Heimat nannte. Natürlich gab es Probleme. Achtung, Gefallene! Die Hälfte habe ich ja schon platt gemacht. Batz. Zack. Wo sind... Natürlich sind da drüben noch mehr. Oh, sogar noch ein Captain. Du gehst erstmal weg. Warum nervst du mich? Meine Fresse. Pang. Puff. Puff. Wie konnte der dann schon wieder... das muss ein anderer sein. Hui. Das war knapp. Okay. Habt ihr wenigstens Muni fallen lassen? Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollten wir auch Livers Muni da liegen lassen? Ne? Schnell mal snipen. Einfach mal kurz doof zu... Ist das nicht die... Natürlich. Ist doch eigentlich die Stelle, wo... Vielleicht sind diese Lichtprojektionen Lektionen. Gute Frage. Hier haben wir mit Stürmern an unserer Spitze hat die Rotlegion keine Chance gegen uns. Wir sind die Titanen der letzten Stadt. Wir sind Stürmer. Und wir sind unaufhaltsam. Okay, ich überspringe die mal schnell, damit wir die Mission jetzt schnell mal fertig kriegen. Ich höre den Lärm, bevor ich ihn sehe. Doch wenn ich hinaufblicke, dann sehe ich eine blaue... Upa. Oh oh. Noch ein Bruchstück des Reisenden. Aber wir sind nicht allein. Ich
nicht merkst. Ich merke, dass wir nicht alleine sind. Jetzt komm mal her, hier. Zack. Na? Zack! Zack! Hop! In your face! Zack! 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 Ja, ja, ja. So! Dann kommt mal her! Komm mal her! Das Bruchstück hat uns gerufen! Ich weiß es! Okay! Dann wollen wir mal zum Bruchstück gehen, ne? Interagieren. Okay. Ich würde sagen, let's Doomfest. Sorry. Aber das hat mich gerade in Overwatch Doomfist erinnert. Das ist das Geschenk des Bruchstücks. Stürmer. Nutzen wir es. Ja. 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 Na, na, das, zack, 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 zack. 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 Ach so, deswegen. Was? Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Oh. Hui. Doomfest. Von wo? Von da? Bad. Bad. Zack. 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 Zack, erstmal so. Bam. Bam. Boom. Zack. Bats. Zack. 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 Ich bekomme Funkübertragungen der Gefallenen rein. Sie rufen Verstärkung. Oh oh. Von wo? Von da? Bad, 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 bad. Oh oh. Fang. Bad. 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 Unglaublich. Wenn das ein Test war, haben wir bestanden.
Oh ja. Und rein da. Oh ja. Den haben wir bestanden. Also, das haben wir eindeutig bestanden, würde ich sagen. Ich bin sicher, der Reisende hat uns bewusst in den Wald gerufen. Unfassbar, dass selbst Mission ein endet in 7, noch so 6, viel Gutes tun kann. 5, 4, 3, 2, 1. Flupp. Und schon haben wir die Ausrüstung freigeschaltet. Ne? Ja, ich würde sagen, wir beenden hier jetzt diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Destiny 2.